Düfte wie gemacht für den Advent. Und wenn du wissen möchtest, welche Düfte bei mir absolut in die Adventszeit fallen, dann bleib jetzt mal dran. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist an diesem ersten Advent hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Melanie. Und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich zeige dir heute wunderschöne Düfte, die ich mit Advent verbinde, die ich teilweise ausschließlich in der Adventszeit trage, beziehungsweise die mir einfach diese Vibes geben im Advent, dieses Christkindlmarktgefühl, dieses draußen ist es kalt, wir freuen uns auf Weihnachten, es ist einfach Schnee und der Ofen ist an, es brennt Holz in der Wohnung, ja, also so diese ganz klassische stereotypischen Gedanken, die man zur Adventszeit hat. Und ja, ich fange einfach mal an. Mein absoluter Lieblingsgourmand, den ich wirklich in der Adventszeit liebe, ist der Serjov Lira aus der Casa Murati-Reihe. Ich weiß, den habe ich schon öfter in die Kamera gehalten und ich werde den auch immer wieder in die Kamera halten, gerade auch für neue Zuschauer. Herzlich willkommen übrigens, wenn du neu hier bist. Lass doch sehr gerne mal ein Abo da, kostet dich überhaupt nichts und du verpasst keine Videos mehr von mir. Genau, das ist mein absoluter Lieblingsgourmand. Der riecht wirklich nach Vanillekeksteig. Das ist wirklich ein Duft, der so in diese Backzeit, ja, so Plätzchenbacken-Zeit passt. Ach, der ist so schön. Ich weiß, er ist pricey, aber der ist wirklich jeden Cent wert, finde ich. Also er startet mit so einer bitteren Orange, die gar nicht lange da ist, wird dann immer buttriger, vanilliger, Vanillekipferl-mäßig. Also das ist so der absolute Plätzchenback Duft, den ich mir so vorstellen kann. Wunderschön, Casa Murati Lira von Serjov. Ich hänge ja immer noch an dem Lira fest, ne? Ah, okay. Ja, Advent ist für mich auch eine Zeit, wo ich so ein bisschen kitschiger unterwegs bin. Ich weiß nicht, ob dir schon aufgefallen ist, dass ich so Christbaumohrringe habe. Und wenn du denkst, es geht nicht kitschiger, warte mal die nächsten Videos im Advent ab. Also da gibt es ja mittlerweile so schön kitschige Ohrringe, wenn dir die auch gefallen oder sowas in der Art. Ich habe die bei Amazon bestellt, kosten total wenig Geld und ich mag sowas einfach im Advent. Ich verlinke sie dir mal unten. Genau. Ich habe ja vorher gesagt, Advent ist auch so diese Zeit, wo man so auf Weihnachtsmärkte geht, wo oft so Lagerfeuer ist oder auch zu Hause man vielleicht einen eigenen Kamin hat, einen Holzofen und es gibt keinen besseren Duft als By the Fireplace, ja, By the Fireplace von Replica von Mezzo Marciella. Und dieser Duft ist wirklich das, was draufsteht. Man bekommt das Gefühl, man steht neben einer Feuerstelle, neben eines Kamins, neben einer, ja, neben so öffentlichen Feuern, wo man sich wärmen kann im Winter auf so Weihnachtsmärkten. Und auf den freue ich mich jetzt so richtig, richtig, richtig. Der hat eine richtig verbrannte Note und ich liebe diese verbrannte Note. Der wird aber dann in der Basis immer weicher, vanilliger, hölzerner, ist absolut unisex. Aber ich stehe wirklich auf diese Kopfnote, auf dieses Verbrannte. Es stört mich überhaupt gar nicht, ja. Also, dass das irgendwie was Verbranntes hat. Das riecht so edel verbrannt. Das riecht so bestes Holz verbrannt. Und dieses vanillig-warme dazu. Also ich liebe den wirklich. Und auf den freue ich mich. Das ist so ein typischer Duft, den ich trage, wenn ich auf einen Christkindlmarkt gehe. Sagt man hier in Bayern. Die meisten sagen wahrscheinlich Weihnachtsmarkt. By the Fireplace. Einfach fantastisch.
Im Advent ist es meistens kalt, so soll es auch sein. Und ich mag Düfte, die mich wärmen, die mir etwas Balsamisches geben, die mir etwas Amber geben, die mir Vanille geben, Gewürze geben. Ja, die mich einfach richtig aufwärmen. Und da ist einer wunderbar. Ich habe ihn diese Woche schon getragen und ich habe mich so, so, so gut mit diesem Duft gefühlt. Das ist der Ambre 114 von Histoire de Parfum. Ich habe hier die 50 Milliliter und dann ist die Flasche so auseinandergeschnitten. Bei 100 Milliliter bekommst du quasi die ganze Flasche. Finde ich mega nice. Finde ich richtig cool. Das ist ein Duft. Jetzt, wenn ich noch einen Teststreifen hätte, ja. Der startet mit Thymian. Der startet also so ein bisschen erkältungsbalsamisch, ja, so erkältungsbalsammäßig, aber dauert nicht lange. Dann kommt eine Rose dazu, eine Geranie kommt dazu. Es kommt auch Patchouli dazu. Also du musst durchaus Patchouli mögen. Dann kommt ein Amber dazu. Dieser Amber ist fantastisch. Es ist einer meiner wirklich absoluten liebsten Amberdüfte. Den anderen zeige ich dir im nächsten Video. Also wirklich wunder, wunderschön. Tonkabohne, Benzoe. Also das ist ein richtig, richtig schöner, opulenter, voluminöser Unisex-Duft, wirklich sehr gut von Frauen wie Männern zu tragen, hält unfassbar lange, hält einen richtig warm, ist so ein bisschen für mich wie so eine tragbare Heizung, wenn ich mit dem unterwegs bin. Also aber ich liebe den und der wird immer schön, der wird immer noch wärmer, cremiger, vanilliger, patchouliger, aber nicht so schmutzig patchoulig, sondern alles sehr balsamisch, alles sehr rund. Es ist ein unfassbar rundes Vergnügen. Der Ambre 114 von Histoire de Parfum. Dann möchte ich euch natürlich auch mal einen Duftzwilling zeigen. Warum auch nicht? Ich habe hier den Webel, den Chocolate Creedy von Montal soll der sehr ähnlich sein. Er heißt übrigens Chocolate Chaude. Ich werde es euch auf jeden Fall mit dazu schreiben, dass ihr wisst, was ich meine. Ich bin nämlich eigentlich nicht so der Schokoladenfreund in Düften. Ich esse sie lieber. Aber ich dachte mir, komm, mal so einen Duftzwilling, investiere ich mal, damit ich doch auch wenigstens so einen schokoladigen Duft da habe. Und ich finde nämlich, Schokolade darf in der Adventszeit halt überhaupt nicht fehlen. Da fängt es ja schon an mit Adventskalender und einfach die ganzen Naschereien, die es gibt. Und deswegen passt halt einfach Schokolade auch wie A auf Eimer im Advent. Und genau, ich habe hier, wie gesagt, da den Duftzwilling, der hat sich inspirieren lassen. Das ist halt mal ein Sprüher, Leute, ne? Also guckt mal. Also, ja, okay, da ist Drive dahinter. Ah, der ist aber jetzt schön geworden. Oh, gut, dass wir drüber sprechen. Ich habe den im Sommer gekauft. Es fehlt fast nichts, weil ich ihn so ein bisschen harsch fand. Aber jetzt, wow, holla die Waldfee. Holla the Forest Fairy. Der ist ja richtig schön geworden, Leute. Ein Tipp am Rande, bitte, wenn ihr euch Duftzwillinge kauft, wenn ihr euch Latafa kauft, das sind Düfte, die Firmen lagern diese Düfte nicht lange. Bitte, bitte, sprüht zwei, dreimal, lagert sie zu Hause, wenn sie euch noch nicht so rund erscheinen, wenn ihr denkt, der riecht gar nicht so gut, die werden noch. Also ich sehe es jetzt hier wieder, das beste Beispiel, Webel macht sehr, sehr gute Duftzwillinge. Man darf nur nicht den Fehler machen, Webel sofort zu beurteilen, wenn man den Duft bekommt. Es ist leider so. Aber für den Preis muss man dann halt auch mal Abstriche machen. Ja, sonst kann man sich ja auch im Zweifel natürlich das Original holen. Ich habe auch, ich sage jetzt mal, 98% habe ich Originale. Bei manchen Düften weiche ich auch mal auf einen Duftzwilling aus. Aber jetzt muss ich sagen, Chocolate Greedy finde ich richtig nice. Werde ich diese Woche noch tragen. Auf jeden Fall hat mich jetzt richtig geflasht. Hat was Trockenfruchtiges, was Schokoladiges, total Vanille, Tonkabohne, sowas in der Richtung. Sehr, sehr, sehr schön. Sehr schokoladig. Gefällt mir jetzt so gut. Man muss nur aufpassen,
dass er einem nicht erschlägt. Also der Sprüher ist heftig. Wow, Chocolate Greedy, Montal, beziehungsweise Chocolate Short von Webel. Nice. Ich kann natürlich auch Original. Hier haben wir einen originalen Montal und es ist der Dark Purple. Der Dark Purple ist ein Duft, den ich das erste Mal getestet habe oder das erste Mal getragen habe, auf jeden Fall in der dunklen Jahreszeit im Advent. Und ich habe mich gewundert, wie heftig dieser Duft ist. Ich finde es einer der heftigsten Düfte, die ich in meiner Sammlung habe. Also wenn du das Gefühl hast, deine Düfte halten nicht, dann hol dir mal den Montal Dark Purple. Ist auch ein relativ guter Anfänger Montal. Montal hat eine sehr synthetische DNA, die ich manchmal richtig gerne mag. Nicht jeden Tag, aber manchmal richtig gerne mag. Und der Dark Purple, den verbinde ich einfach total mit Advent, mit Winter. Und der haut einen schon von den Socken. Ja? Das ist auch Früchte, Patchouli, ein sehr dominanter Moschus, sagt man das so, ja genau. Ein dominanter Moschus, da ist eine Pflaume drin. Boah. Und Leute, der ist am Anfang ziemlich heftig, aber der lässt schon ein bisschen nach. Der wird schon runder, obwohl er immer diese Montal-DNA behält. Aber dieser Duft riecht an mir, ich will es jetzt nicht übertreiben, nicht Tage natürlich, man duscht sich ja auch, aber er riecht Stunden. Wenn ich mit dem abends weggehe, ich rieche die ganze Nacht nach diesem Montal-Duft, diese Pflaume, diese Rosengeranie, dieses Patchouli, Teekholz, Ambra und weißer Moschus. Also dieser Moschus ist heftig und Montal ist halt wirklich was in your face, ist nicht subtil, sondern ist bam. Und ich finde, dass dieser Duft in der Kälte, wenn man rausgeht und Montal diesen Dark Purple trägt, dass der einen super feminin, dass der einen super, ja, ich weiß nicht, irgendwie düster, aber trotzdem herzerwärmend riechen lässt. War das jetzt verständlich? Ich hoffe. Also Montal Dark Purple werde ich immer mit Advent, mit düster, mit Kälte, mit Nacht im Schnee spazieren gehen verbinden. Und auch mit durchaus Party. Ja, also Winter, Party, draußen ist kalt, drin ist super warm, man schwitzt, man tanzt. Also das ist ein richtig facettenreicher Duft und ich trage den ausschließlich im Winter. Der kommt mir im Sommer niemals. Ich käme niemals auf die Idee, den im Sommer zu tragen. Montal Dark Purple. Wie ich ja schon sagte, ohne Vanille geht gar nichts. Und ich möchte natürlich auch etwas günstigere Düfte zeigen, weil ich finde, jeder sollte Parfum tragen können. Und man sollte sich auch einfach mal so einen neuen Duft gönnen können, ohne irgendwie einen Kredit aufnehmen zu müssen. Und da passt, finde ich, ganz perfekt der neue von Zara, der Starlight Vanilla. Ich finde die alle aus der Serie toll, das muss ich sagen. Aber der Starlight ist so ein bisschen mein geheimer Liebling, ein bisschen mein geheimer Favorit, würde ich sagen. Das ist ein richtig schöner, warmer, ich finde, ist der schön. Das ist ein ganz schöner, für mich femininer, ambrierter, vanilliger Lavendelduft. Viele sagen, der ist dem Myrrh und Tonka sehr ähnlich. Ja, geht schon. Ich finde den trotzdem sehr vanillebasierend. Ich finde es auch so ein klassischer Aufwärmduft, dieses ambrierte, dieses lavendelige. Diese sehr, sehr schöne Vanille. Bei dem darf man ein bisschen heftiger sprühen, jetzt im Vergleich zu den meisten anderen Düften, die ich dir gezeigt habe. Aber das macht überhaupt nichts. Der hat einen sehr guten Preis. Es gibt ihn immer noch zu kaufen bei Zara. Also wenn du auf der Suche nach einem neuen Advents-Vanilleduft bist und gerade ein bisschen sparen möchtest, was auch gar nicht schlimm ist, dann schau dir unbedingt mal die Serie von Zara an. Und wie gesagt, mein heimlicher Favorit momentan ist der Starlight Vanilla. Dieser Duft darf bei mir im Advent niemals nicht mehr fehlen. Es ist für mich wirklich der Inbegriff von Weihnachtsmarkt, / Christkindlmarkt, Advent,
Apfelstrudel, gebratene Mandeln, Apfel, Cognac, Glühwein mit Schuss, wie auch immer. Der ultimative Adventsduft schlechthin. Vielleicht können sich es manche schon denken. Ich spreche von den Chamra von Latafa. Das ist kein Dupe zu Angel's Share. Never, ever. Also überhaupt nicht. Ich habe da auch schon ein Video gemacht, verlinke ich dir mal oben. Ist im Vergleich, kann man überhaupt nicht vergleichen. Der hier ist viel brachialer. Brachialer im positiven Sinne gerne. Wenn man draußen ist auf einem Christkindlmarkt, dann bringt es der halt voll, ne? Weil der hält halt auch seine 12 Stunden plus, zumindest bei mir. Das ist Bratapfel par excellence. Das ist Vanillesoße, Bratapfel. Das ist wirklich, ich schmeck's schon förmlich. Ist für mich wirklich der Winter-Advents-Gourmand schlechthin. Im Vergleich, der Casa Moratilliera ist ein ganz feines Gebäck, ja, ist ein ganz feines Vanillegebäck, das so auseinander, das sich so im Mund auflöst, wisst ihr, so ganz fein von dieser Tante, die so ganz kleine Plätzchen backt, ja, die ganz für sich viel Mühe gibt. Und der Chamra ist, hey, hier ist deine Portion Bratapfel mit richtig schön Vanillesoße, mit Marzipan, vielleicht noch ein bisschen nussig. Das ist so ein deftiges, süßes Gericht. Ja, so würde ich den beschreiben. Also das ist für mich wirklich der Adventsduft schlechthin. So, und jetzt schreib mir doch bitte unbedingt du mal in die Kommentare, was ist dein Duft, den du dir im Advent überhaupt nicht wegdenken kannst? Und wenn du noch mehr Bock auf Parfum-Content hast, wird hier links und rechts jeweils ein Video eingeblendet. Unbedingt den Kanal abonnieren. Ich werde im Advent sehr, sehr viele coole Videos drehen. Auch natürlich, was tragen wir Weihnachten? Was können wir Weihnachten tragen? Und überhaupt, wir werden ganz coole Videos drehen. Und wenn du auch meine Ohrringe oder noch kitschiger wiedersehen möchtest, unbedingt den Kanal abonnieren. Ich freue mich, wenn wir uns gleich in einem der Videos sehen. Bis dann, tschüss, deine Melanie.